Eine Oberarmstraffung birgt die allgemeinen Operationsrisiken wie Infektion, Wundheilungsstörung oder eine Blutung, wobei das sind sehr überschaubare Risiken. Wichtig ist, dass man weiß, dass durch die viele Bewegung des Oberarms gelegentlich mal kleine Wundheilungsstörungen auftreten können, die aber harmlos sind. Und ansonsten ist das ein sehr risikoarmer Eingriff, der durch einen Fachmann durchgeführt ein gutes Ergebnis erzielen kann.